Ich muss noch schnell was klicken. Mach du mal. Ich hatte nicht gedacht, dass es hier in Game 3 ist, von daher muss ich mir jetzt schnell noch ein Intro basteln. Naja. Bevor es hier richtig losgehen kann, aber Draft und so, das dauert ja immer ein bisschen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich was ausprobieren soll, das könnte mich kosten, irgendwie eine Stunde lang. Sachen, aber. Ah, scheiß drauf! Komm schon, stirb, du scheiß Boss! Stirb! Stirb! Jawohl, es geht gut. Puh. Glaube ich. Ich muss mehr critten, dann geht's gut. Ja, dann mach du mal. Ausgeschlagen. Stolz auf mich, Kai. Heute stolz auf Voll mich. Voll stolz auf dich, wegen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Egal. Ich werde mir überlegen, ob ich jetzt weitermachen soll oder resette. Oh. So, jetzt ist das Intro fertig. Dann muss ich das Intro mal anmachen. Hat man mich gerade gar nicht mitgehört. Schade. Was? So, und dann mache ich mal das Intro. Ist gerade ein Patch rausgekommen? Ist gerade ein Patch rausgekommen? Jemand hat mir Patch geschrieben. Oh, nee, noch nicht. Ja. Wir sind im schönes Ding gegen Rasta Owl, Join Dota League Season 3, Division 5. Mein Gott, ich muss schnell Dota neu starten, um zu schauen, ob ein Patch rauskommt. Ja, dann mach du dein Ding. Und schönes Ding hat Like and First Pick bekommen. Immerhin geht's schnell. Oh Mann. Oh mein Gott, ich glaube, die Changelogs sind draußen. Oh, oh, wir müssen gucken. Scheiß auf Kassel, wir müssen Changelogs gucken. Jemand postet mir gerade was und da steht voll viel so. Oh mein Gott. Sogar eine offizielle Dota-Seite. Oh, der neue SF. Holy shit, sieht das Arcana geil aus. Gucken, gib mir Link. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das nur die Cosmetics-Feature sind. Egal. Achso, das. Auf der Seite ist jetzt in. Jawohl, der Changelog. Jawohl! Changelog. Da, was haben wir da? Heroes. Das sind die wichtigen. Oh mein Gott, die Fountain Vision wurde increased. Ich muss auf die Changelogs drücken. Geil! Gucken. Ey, die hat mehr Attack Range bekommen, das heißt. Death Prophet, Exorcism Cooldown increased to 135. Ja, okay. Wow. Death Prophet ist genervt. Doom requires a Garnet Scepter to destroy the Evil Passives. Cast Point increased. Es gibt eine neue Rune, die gibt 50 XP. Was? Plus 5 XP pro Minute und 50 Gold. Ach so, 50 XP und je nach Minute plus 5 XP mehr und 50 Gold und je nach Minute plus 2 Gold mehr. Wie cool ist das denn? Oh man, this will change the meta forever. Forever. Er enthält ein Enigma. Void. Chrono ist kleiner geworden. Chronos 4 no longer disables passives. Oh Gott, du kannst Evasion in Chrono haben. Oh. 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 Oh, die dritte Bannphase wurde endlich geändert. Das ist so wichtig. Ich würde sagen, man sollte jetzt mit dem Patch Remote. Oh, ich weiß gar nicht, ist der Patch schon draußen oder? Ist das nur der Changelog? Ja, wahrscheinlich nur Test, auf Dota Test. Like and Shapeshift Cooldown increased. Na dann. Shapeshift Speed. Oh mein Gott. Like and Speed increased zu 650. Das ist ein Platzseeker, wenn er Shapeshift anhat. Ach du Scheiße. Wie cool ist das denn? Und der Typ spammt mich voll und ich kann niemand anderes davon schreiben. Soll sich mal beruhigen.
Oh Gott. Das war cool. Rosch wird ja anscheinend auch geändert. Gut. Ah, Rosch an. Aegis geht nur 5 Minuten. Toll. Bitte neue Meta. Bitte. Razor nerfed. Oh, Anti-Mage Buff. X-Buff. Gut. So langsam gehen wir wieder ins Spiel rein. Können wir danach gucken. Oh, Bloodseeker Nerf. Gut. Soll ich dich muten, bis du fertig bist, oder? Nee, aber jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen, warum wurde Bloodseeker von Captain Smoke? Achso, er hat ein paar neue Sachen bekommen. Okay. Also, wir haben einen Lycan Shadow Stamm gegen Scarath Brewmaster Earthshaker. So. Die Bands von Owl sind sehr interessant. Enigma und Prophet. Bands von Schönes Ding sind, ja, verständlich. Shadow Stamm, Earthshaker, Lycan. Okay, Schönes Ding geht auf Push. Ich glaube, sie müssen weg. Okay, eine Sache muss ich noch sagen. Du kannst mit Aghanims of Chen Ancient Creeps übernehmen. Ach du Scheiße. Wie cool ist das denn? Oh Mann. Das ist cool. Kann es sein, dass es relativ böse wird, wenn du diesen Aktiv-Buff Er steht mit dem Attack Speed. Ja. Ja, das ist ein guter Tau. Junge! 3 Stück? Ja. Level 16. Okay. Also nicht 3 cool. Stück von denen, aber. Ah, man kann jetzt endlich Neutrals wieder gucken. Was hast du mit Clockwork? Ja, sehr schön. Und Vakuum-Cooldown wurde rescaled. Wurde es wenigstens reduced? Ah ne, es wurde von 28 auf 28 rescaled, so als Joke. Aber trotzdem lustig. Stimmt, ich muss ja gucken, ob Rubik immer noch unusable ist mit diesem riesigen Lift-Cooldown. Es... Rubik, keine Changes. Oh. Aber Rubik. Gott. Oh Gott, Ricky. Oh mein Gott, wie cool. Ich muss auf andere TSs gehen und mit Leuten darüber reden. Gut, bis dann. Ich hab leider keinen anderen TS. Warte. Naja, immerhin ist beim Draft gerade nichts los. Ja, selbst Aku hat mir gerade von dem Patch geschrieben. Ja, die machen wahrscheinlich gleich Pause und lesen es mit Chatlogs. Changelogs. Oh je, das wird groß, das wird groß. Mal schauen, ob es wieder so 2 Stunden YouTube-Videos gibt, wie Leute darüber reden. What's up, Kat? Puck. Oui. Wir haben einen Puck auf Seite von Owl. Das ist auf jeden Fall gut für Lycan, dass er da gestoppt werden kann. Als Shaker ist auch ein bisschen dafür gut, aber ansonsten... Ja, wird ihn da so ein bisschen das Festhalten für den Lycan. Mal schauen. Andererseits haben wir den Earthshaker doch relativ gut gepickt gegen den Lycan. Dass sie halt gegen Minions was haben. Muss man schon sagen. Und wieder der Silencer von Schönes Ding. Nicht sicher. Aber naja. Ich hätte mal einen Pugner gepickt. Pugner wäre viel cooler hier. Aber ja, also jetzt haben sie auf jeden Fall den Teamfight und Lycan kann machen, was er will. Haben sie den Push, können Wards stellen. Schönes Ding, Lineup gefällt mir schon relativ gut. Bei den Owls fehlt so ein bisschen die Synergy, aber braucht man auch nicht, wenn man im letzten, vorletzten Spiel gesehen hat. Ja, das reicht. Ja, Skeleton King hätte es gut sein können. Wurde nicht gebufft, genervt. Wie Wraith King.
wie Wraith King, Reincarnation Cost increased von 140 zu 160. Wow! This will change the meta. Naja gut, 20 könnte relativ viel sein. Und Pack Lifestealer Combo, wee! Nice. Oder Pack, oder Lifestealer Earthshaker, Blink Echo Slam in Fest Bomb Combo, nice. Da freue ich mich drauf. Das könnte einige lustige Dinge verursachen. Nur selbst der Patch eben hat mir mehr gefallen. So, Viertel vor 12. Schönes Ding, sagt er schon an, Like and Shadow Charm, wir wollen pushen und wir wollen das Ding schnell zu Ende bringen. Andererseits können Like and Games ja doch durchaus länger dauern. Aber immerhin, irgendwann schon relativ schnell zu Ende sein. Na gut. Go, 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 Pussy Rangers, los. Pickt schneller. Starletter 1. Und das da. Jakiro mal wieder für schönes Ding. Ich bin von dem Jakiro nicht so ganz überzeugt. Jetzt mit dem Pushen macht es halt mehr Sinn, aber ergibt es mehr Sinn. Aber keine Ahnung. Vielleicht war beim letzten Mal auch viel BKB dabei. Dieses Mal Lifestealer Brewmaster. Könnte es ähnlich sein. Also auf jeden Fall viele Squishy-Helden dabei, die natürlich von dem Burn Damage bekommen, aber deshalb, da so viele Squishies sind, hätten mir tatsächlich ein Lion oder sowas besser gefallen. Einfach Leute britzeln. Klar, Pack könnte das eventuell dodgen, aber wenn man es gut passt, gut timed, passt das. Und was bringt der Jakiro? Die Long Range Ice Path brauchen sie nicht. Sie haben eigentlich nichts, um die Leute so nah, so schnell dabei zu halten. Also bin ich von dem Ding tatsächlich nicht überzeugt. Aber wie auch immer. Wir haben Ronizzle auf dem. Oh yes, letztes Game. Jetzt erstmal Changelogs spammen. Ja. Wir haben Foxer und Ronizzle auf dem den Supports mit Jakiro und Shadow Shaman. Akul auf dem Lycan. Keiner ist ja ein bisschen Signature, würde ich mal so sagen. Hat auch schon ein schönes Hitler-Scheitel. Comp of the Great Grey. Ja, great. Ich würde es jetzt mal als Hitler-Scheitel bezeichnen, aber naja. Wopsizi, Tidehunter für die Offlane und ja. Spinnert wird das Ding auf dem Silencer carry. Ein ziemlich cooles Itemset. Helium of the Aerial Dynas. Dylas. Dryas. Okay. Und auf der Seite von Owl haben wir The Fucking Owl, Skywrath Mage Support, DM God. Support Earthshaker, Smurfenbird auf dem Offlane Brewmaster, Mondi in der Möchte auf dem Pack und zu guter Letzt Dreadknight mit dem tollen, geilen Lifestealer-Set von ESL1, oder nicht? Zumindest die Helm of Madness. Nee, Bonds of Madness und Helm of Madness. Ja, kommt mir bekannt vor, aber naja, muss nicht unbedingt das ESL1-Set sein. Ja. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass halt Pack nicht auf die Offlane geht. Stattdessen Brewmaster. Wenn sie die Offlane mal angucken, ist es tatsächlich für Pack vielleicht nicht so toll, weil Silencer. Und zumindest Brewmaster hält ein bisschen was aus. Von daher, ja, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Earthshaker und Scarlet Mace sind auf jeden Fall fette Roma, wo besonders Lycan auf Level 1. Aufpassen muss, dass er da nicht in die Bredouille berät. Außerdem Tidehunter könnte durch eine Fissure relativ schnell ausgehalten werden und gekillt werden.
Besonders weil er eben keinen Einkaufsmage rausbekommt wegen dem Silence von Scarlet Mage. Bett ist gemacht, Earthshaker versucht die Level 1 Gank. Sollte Akul als guter Level 1, also als guter Midlaner, sollte das hier merken. Steht auch schon richtig, die Supports sind immer noch nicht auf der Lane. Dementsprechend ist er hier zurück und wird definitiv nicht auf die Lane gehen. Mit dem Pack, der so aggressiv ist, wissen sie auf jeden Fall schon, dass das kommt. Deshalb ist auch der Shadow Shaman hier in der Mitte und babysittet ihn ein bisschen. Denn außerdem sehen sie Brewmaster offlane, okay, das kann eigentlich das sein, ist alleine. Easy Last Word. Und zu guter Letzt haben wir Tidehunter gegen Lifestealer, was erstmal doch ein relativ gutes Lineup ist, wenn er denn Last Hits machen würde, was er gerade nicht tut. Na gut. Brewmaster versteckt sich und macht erstmal ein bisschen Tree Dodo. Kann gut sein. Wird hier gesehen, aber passt erstmal. So. Der erste bisschen Harass kommt jetzt wahrscheinlich vom Scarlet Mage raus. Und Titaner schafft es immer noch nicht zu Last Hitten. Aber naja. Wird es bestimmt noch raus haben irgendwann. Mit Howl. Sieht doch sehr aggressiv gegenüber den Supports. Was er bei einer Duel-Lane noch bisher machen kann. Und jetzt wissen sie nicht, wo der Earthshaker ist. Und dadurch könnte sich das relativ schnell auch mal machen hier. Ups, das muss er aufpassen. Allerdings schöne Fischer hier. Wo er nicht wegkommt. Das könnte das First Blood auf Akku sein. Ja, das wird das First Blood auf Akku sein. Schöne Fischer. Und da ein bisschen overextended, weil er den Earthshaker nicht gesehen hat. Also es war halt. Naja, es war halt ein Bait. Muss man sagen. Weil sonst wäre Puck da nicht geblieben. Naja, gut funktioniert, war relativ knapp. Hätte er die Wölfe da auf jeden Fall auf den Puck weitergeschickt. Hätte er die Clarity abbrechen können, hätte eventuell noch hauen können. Naja, jetzt erstmal Tidehunter. Wird gegoat. Aber die Frage ist jetzt, ob sie genug Damage haben. Scheint nicht der Fall zu sein. Bloß ein TP kommt hier oben rein. Weiß nicht genau, was es bringen soll. Ja, ein bisschen Mana loswerden. Ich weiß, Mana ist scheiße, weil du musst es halt haben. Deshalb kann ich es halt vollkommen verstehen, dass man einfach so einen Ice Pass benutzt, um das Mana loszuwerden, aber in der Situation. Na gut, Lifestealer hat noch keine Items, könnte damit dementsprechend auf den Midas gehen. Jo. Mal schauen. Ronizzle geht wieder in die Mitte. Auf dem Patch wird schon relativ schwierig, auf dem Pack einen Kill zu bekommen. Aber. Naja, zumindest kann er ihn sicher halten und ein bisschen stacken. Die Last Hits. Ja. In der Mitte ist relativ even und die Last Hits auf der Lane sind auch relativ klar, obwohl der Brewmaster halt nicht stört. Hat doch der Lifestealer ähnliche Last Hits hier als der Silencer. Aber es ist natürlich auch der Fall, wenn man so einen einfachen Drunken Haze hat, was man so spammen kann. Dann funktioniert es natürlich auch ganz gut, den Brewmaster da ein bisschen auf der Lane zu bleiben. Tidehunter, ups. Naja. Tidehunter hat zumindest hier mehr zu tun, weil er halt ein bisschen auf der Lane bleiben kann, aber. Brewmaster bekommt trotzdem relativ viel. 5 Last Hits gegen Tidehunters 8. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Sonst hätte er auch immer viel geharrissed wird. Lycan kriegt hier eine Invis-Rune. Freut er sich wahrscheinlich sehr drüber. Wird natürlich jetzt nicht so viel anfangen können damit wie ein Pack, aber. Ist auf jeden Fall wieder full. Und ja, man hat. Ja gut, der hat die Rotation gesehen, dementsprechend geht er hier kurz zurück. Muss Bottle Crown, aber hat auch voller Leben. Und nachher sind sie alle fein. Easy Dodge. Oh Mann. So, und die Supports smoken. Scheint jetzt erst erstmal nach unten smoken wollen. Eventuell hat diese Ward hier das gesehen. Wobster ist auch sehr weit hinten. Das könnte zumindest dafür sprechen. Supports sind halt auch missing. Also kommt die Lane jetzt zu ihm. Aber ich glaube, das sollte jetzt der Go sein dafür, ja. Oh, und knapp zu weit war. War zu greedy, hätte ein bisschen warten müssen. Brewmaster wurde gecatcht und geht
An den Silencer Down, der sich darüber wahrscheinlich auch sehr freut. Seine erste Intelligence, die er geklaut hatte. Das war bitter, dass sie dann den Titan nicht bekommen hätten. Hätten sie auf jeden Fall bekommen, hätte er noch ein bisschen abgewartet. Weil er hat halt jetzt irgendwie die Fischer nach hier geworfen und eventuell hätte er ein bisschen abwarten können, dass er sie halt gerade hier blockt. Aber ja, auf jeden Fall hätte er es halt nicht geworfen. Hätte es sein können, dass der Titan komplett zurückgeht und er gar nichts bekommen kann. Von daher kein in dem Sinne Fehler, sondern es war halt einfach so, ich muss jetzt unbedingt, weil sonst passt es nicht mehr. Auch schöne Titanter Anchor Smash ins Nichts. Kann man machen. Und ja, Pack hat relativ viele Probleme mit diesen Wölfen da, die richtig viel Damage machen. Puh. Zack, 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 zack. Nutzt sie das Ulti, um schnell in die Haste-Rune anzukommen. Und Pack stirbt hier tatsächlich. Wahrscheinlich. Ja. Pack wird einfach gefressen vom Lycan, das ist bitter. Und er hat halt zwei Ausweichtechniken. Und danach ist. Ja. Danach ist halt einfach Pack vorbei. Und da er nicht so schnell ist wie die Wölfe. Ich meine, die haben 460 Movement Speed. Tja. Earthshaker kommt rein. Da hätten sie immer noch bleiben können. Aber natürlich wissen sie nicht, wie viel Support die Würfe hätten, aber auf jeden Fall weitermachen können. Aber die Würfe scouten halt auch jetzt aus. Da kommt ein Scarif Mage. Das wird auf jeden Fall nicht so sein. Andra Scout hier, Pack kommt nach unten. Hat hier sein Ulti, ja. Und läuft noch gerade so ein Eispath rein. So, schöner Dodge. Und dann diven sie jetzt hier. Da müssen eigentlich Sub-TPs kommen. Ich frage mich gerade, warum da keine TPs kommen. Das waren nämlich easy Kills. Ja. Okay, dass der Tower da getroffen hat, habt ihr definitiv nicht verdient. Da müssen TPs kommen in einem guten Team. Sorry, dass ich jetzt so diskret werde, aber das darf halt nicht passieren. Aber, naja. 1-1 der Trade. Jack Hero für den Brewmaster offline war es halt nicht wert, aber immerhin etwas. 7 Minuten, 3-2, die Grafen gehen jetzt in Favor of SD so ein bisschen. Und das sowohl eine Midas, ja, eine Midas auf Lifestealer und eine Midas auf Silencers online. Beide halt gleich in Sachen Midas gehen. Der Pferd kriegt doch einigen Damage. Batz, Batz, Batz. Ja, Pack hat keine schöne Lane. Kriegt hier sogar die Rune denied. Haste-Rune, ja, und sie sehen hier schon. Da ist nichts möglich. Sie haben auch den Pack gesehen, von daher hätte da eventuell gucken können. Masterpiece nach unten, Blue Masters Split ist draußen. Und jetzt heißt es so hingehen, dass sie den finden. Das wird allerdings nichts. Er geht allerdings weg, kommt dadurch aber auch erstmal nicht auf die Lane. Um so zu sagen. Hat nur Boots. Ist sehr, sehr arm dran. Midas jetzt auch für Lycan. Ja, 8 Minuten, aber immerhin. Und kann jetzt den Tower pushen und wird ihn wahrscheinlich auch sogar down bekommen, da die Elo tankt und sie keine Glyphe mehr haben. TPs kommen nicht rein. Und kriegt nicht mehr den Last Hit. Das ist sehr schade für ihn. Aber dafür machen sie Pressure weiter auf den Bottom Tower. Und kriegen ihn in den Shadow Charm. Er könnte down gehen, aber schöner Ice Bath. Schöner Ice Bath. Und da hätte ich jetzt erwartet, dass da ein Last Word kommt. Aber okay. Hat lieber noch ein bisschen gewartet hier auf den Curse of the Silent. Oben. Lifestealer kriegt gerade so, kriegt ihn. Down und müssen hier gucken. Kann es dann doch hier wegjuken, aber den Puck überlebt er nicht. Kriegt noch gerade so das. Oh, und juke sogar auf die andere Seite, um dem Silencer auf gar keinen Fall einen Return-Kill zu ermöglichen. Aber 2-0, 6 Intelligence stolen mit einer Midas und 2600 Gold. Das ist schon einiges. Hat, glaube ich, auch mehr Farm als beim letzten Mal. 52 Last Hits. Silence hat mehr, Lifestealer hat mehr, aber naja.
Die wichtige Sache wird halt hauptsächlich der Like-In sein. Wie das halt dort so läuft. Es ist auch interessant, dass das Shadow Charm hier alleine oben ist. Also ja, er braucht halt irgendwie Erfahrung, aber... Also das ist schon fast suicidal hier. Vielleicht ist es ein Bait, aber... Nee, jetzt einfach zwei Supports, die einfach rumstehen und... für nichts sind. Das überrascht mich, dass sie halt SD einfach so die Kills reinfeedet. Aber gut. Kann man machen, es war auch ein bisschen einseitig gerade, weil SD halt relativ gut dabei sind. Also es ist halt natürlich relativ gut, dass man halt einfach mal zwei Supports auf die Lane stellt, um die gegnerischen Carries zu feeden. Ja, Hashtag Space Created? Nein, das war nicht. Der Trade ging jetzt wieder für SD, aber ja, sie haben halt einfach zwei Supports umgebracht. Ob es Teezy ist, ein bisschen weit vorne, kann das sein? Naja. Kommt noch raus. Nehmen hier den unteren Tower auch noch. Bottom T1 fällt, dafür stirbt Top T1. Ich glaube, da können sie rotieren, aber es wird nichts bringen. Es sei denn, sie rotieren es mit allen. Wäre auf jeden Fall wichtig, weil sie alle T1 behalten würden. Ravage ist ja auch da. Aber es scheint, als ob sie es so schaffen, es zurück zu. Ja. Scheint, als ob sie es so schaffen. Und sie pressen weiter T2. Glyph ist jetzt da. Pack ist da. Hat aber kein Ulti. Muss man auch beachten. Und Ravage ist da. Jetzt kommt die Ravage. Wunderschön auf den Silencer. Und der Silencer geht sogar noch... Ach, Silencer. Lifestealer geht sogar noch down. Das war übel. Chase natürlich jetzt hier noch einen Mirror-Shaker da, aber mehr ist da nicht drin. Kriegen hier den T2 für beide Leute. Das war richtig böse, böse, böse. Und Liken kann auch demnächst Roshan machen, so wie es aussieht. Beide Tower sind hier weg. Von daher ist da auf jeden Fall die Möglichkeit demnächst da. Wladimir ist auch da, wird er wahrscheinlich zur Base zurückgehen, sich heilen und dann in Roshan smoken. Er müsste nicht smoken gerade, weil keinerlei Wards tatsächlich auf der Seite von Olds gerade auf der Base-Map stehen. Aber ich nehme an, Wards sind gekauft und werden gleich gestellt. Oder auch nicht. Gold wäre vorhanden. Gerade gegen einen Liken, der vielleicht in Roshan rein will. Aber gut. Oh, 12 Minuten Nagas. Ja, die Kills sehen ähnlich aus, aber man muss bedenken, eigentlich ist es 6:5. Weil SD hat ja die beiden oberen Kills da freiwillig reingetan in den Pool. Aber trotzdem. Kills ist Olds vorne, aber game-technisch sind sie tatsächlich weit hinten. Net Worth ist fast 10.000 zurück. XP sind 3k. Das ist nicht zu übersehen. Wird hier ein Go gemacht für den Brewmaster, der seinen Silence... Oh, das war ein super schöner Icepath, der da gesessen hat. Der kurz vor dem Silence... Ich glaube, der Global Silence wäre sogar nicht rechtzeitig gewesen, um da rauszumachen. Und packt mit einer Haste-Rune, sollte da relativ schnell wegkommen. Aber Watson gestellt. Top T1 Tower sollte damit down bekommen. Down gehen. Und der Tower-Vorteil ist doch schon relativ immens für SD jetzt. Es ist einiges an Gold, die da vorne sind. Es sind 2, 4, 6, 8... 10.000 Gold für SD, allein schon durch Tower. Und das sind auch genau die Gold, die sie vorne sind. Denn in Sachen Last Hit hebt der Lifestealer richtig ab. Trentner ist hier ein richtig guter Farmer und hat wahrscheinlich, wenn er Stanton letztes Mal war und wenn du gesagt hast, dass er Stanton ist, doch überragender Carry. Forst hier die, den Shapeshift und kommt aber... Wow, was ein Damage. Hätte beinahe sogar noch down bekommen. Richtig knapp. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Lifestealer doch so viel Damage durch den Liken bekommt. Aber not bad, not bad. Ja, Old Smoken dagegen werden hier vielleicht was... Quatsch, oh ja. SD smoked. Ich würde schon sagen, okay, irgendwie hier oben smoken sieht doch eher danach aus, als ob das SD war. Und jetzt kriegen sie die nächsten zwei Kills. Okay, die Maschine ist so langsam am Rollen. Liken sollte jetzt langsam auf die Toplane gehen oder Roshan machen. Wahrscheinlich wird es dem nächsten Roshan sein. Und jetzt, wenn Pack tot ist, kann er das tatsächlich auch machen. Und jetzt wird einfach in Roshan reingehen, ja. Kommen bestimmt einige Pings jetzt gerade raus. Derweil holt SD einfach den Top Tower. Gehen hier einfach rein, so entweder müsst ihr euch auf den Liken konzentrieren oder auf den Tower.
Auch wieder der Bild hier. Volles Icepath. Haben wir lieber an, haben die zwei Punkte in Icepath, die 0,8 Sekunden Stun geben. Hat er halt wichtiger genommen als den Burn Damage von 36 mal 5 sind 180 Damage und 30% Movement Slow. Das müsste man mal so sehen. Aber ja, Lycan geht down. Das war der Trade dafür, dass sie den Top Tower bekommen. Allerdings kommen jetzt TPs. Mehrere. Silence ist zu spät. Das ist bitter. Allerdings ist jetzt Lifestealer hier ein bisschen awkward drin und kann nichts machen. Aber Bruce Split ist da. Die Frage ist halt, ob es reicht. Das ist der Echte. Der wird jetzt angegriffen. Die Clap ist draußen. Gerade fehlt so ein bisschen der Damage. Echo Slayer. Aber es reicht noch nicht ganz. Silencer ist noch da. Last Blood ist draußen. Überraschung. Icepath trifft mal wieder. Die Icepaths sind doch relativ gut. Aber jetzt ist auch Pack da. Jetzt müssen sie aufpassen. Okay, Jakiro entkommt. Und jetzt müssen sie zurückgehen. Vier Leute chasen sie. Das sollten wahrscheinlich beide nicht überleben. Es sei denn, einer von beiden kommt weg. Ja, Wobster kann versuchen, hier noch ein bisschen Pressure zu machen. Mehr als Juken bleibt nicht übrig. Und ja, Shadow Shaman kommt rein. Und damit haben sie jetzt auf einmal ein Sandwich mit Low Heroes. Das könnte übel werden. Patz. Und ja, halt ihn fest damit, ob sie den Kill bekommt. Oder so. Und jetzt ein Check. Ja, Shackle ist off cooldown. Allerdings ist auch kein Mana da. Die Frage ist, wer schneller Movement Speed hat. Britzel. Pack hat keinen schnellen Movement Speed. Oh, TP in 15 Sekunden. Das ist so bitter, dass sie jetzt wirklich alle in so langsam down gehen. Keine TPs, kein Mana, kein Leben. Und hat auch ein bisschen länger. Und zack, beide kaufen sich von der Geschichte einfach mal einen Blinkdagger. Okay. Und ich glaube, Lycan versucht mal wieder. Okay, wenn alle down sind, mache ich Roshan. Kriegt ihr noch eine Regen-Rune? Ah, oder auch nicht. Na gut. Wäre jetzt tatsächlich aber die Zeit, um Roshan zu machen. Aber naja, Farm kann auch nicht scheiden. Außerdem, jetzt hätten die Rotations kommen können. Sie brauchen halt hier eine Ward oben. Irgendwie hier eine Ward. Hier ist halt schon schön, aber da oben halt für was. Würde helfen. Faceboots auf Brewmaster bisher nur. Kein Blinkdinger. Andererseits könnte der jetzt kommen. Hat kein Geld. Und oh. Ja gut, 27 Last-Sets, 1 zu 5, das ist halt kein Geld, um Blinkdagger zu kaufen. Auch nach 18 Minuten nicht. Das ist auch schade, aber das ist halt das Problem mit dem Offline-Brewmaster, dass er halt einfach das Blinkdagger zu spät bekommt. Mit dem Pack geht es halt noch, dadurch, dass sie halt den Pack als Initiation haben und die sie nicht brauchen. Ja. Wird schon mal schnell raus-TP'd. Oben könnte jetzt was passieren. Lifestealer wird gefunden. Oh, das TP gerade in der Sekunde unterbrochen, was machen wollte. Das ist schade. Lifestealer kriegt hier den Jakiro. Schön gemacht. Jetzt ist aber der Global Silence raus. Ravage ist draußen und Wartrap? Ja. Und eine Wartrap. Das ist bitter. 3 zu 1 damit der Trade hier. Und Silencer kriegt den Scarath Mage. Sehr guter Trade. Hm? Sehr, sehr guter Trade. Sehr, sehr, ja, sehr schlechter Trade hier für. Wow, schöne Echo Slam. Aber ja, hätte sie beinahe auch selber umgebracht mit dem. Junge ist der neue Patch Guy. Ja, so wie es aussieht, werde ich den mir gleich durchlesen können. Denn das sieht hier sehr, sehr stark nach einem Win für SD aus, wenn sie so weitermachen. Jetzt gerade viele Leute tot und Split Push. Weil ich sie motiviert habe. Okay, und jetzt TP in die Middle Lane und vielleicht doch erstmal Roshan machen. Gehen hier weg, um nicht over zu committen. Ja, Grafenweise, 17, ja, fast 20.000 Networth vorne, das sind einige Tower, aber XP auch tatsächlich 12.000 Gold, 12.000 XP vorne. Bottle-Rune für Pack, Haste-Rune für Pack, genau, Bottle-Rune. Ah, die ersten Infest-Bombs kommen. Und Smoke und. Zack, zack, zack. Und Infest. Boah. Jetzt kommt er raus nach dem Global Science. Wahrscheinlich.
Nee, Global Silence ist auch 30 Sekunden Cooldown. Okay, ohne. Das Video ohne Silence gekämpft. Shadow Shaman ist schon down. Silencer stands his ground und versucht es gegen anzufighten. Geht aber auch gegen den Lifestealer down. Panda Split ist jetzt zu Ende. Allerdings sind da schon 4 Leute von SD tot. 4 Leute von SD sind gestorben. Und einzig und allein der Tidehunter überlebt das Ganze. Weil er nicht da war. Das war ein bitterer Rorschach-Fight. Und es scheint auch ein... Throws and Real. Ja, Throws and Real. Kriegen sie einen Rorschach. Das ist... ja. Eventuell das Comeback für Owlen, auf das sie gewartet haben. Um halt auch das Momentum vom Lycan zurückzunehmen, der noch gar keinen Rorschach, glaube ich, genommen hat. Hätte vielleicht mal passieren können, aber er ist halt immer reingerannt, anstatt halt mal auch rein zu smoken. Ups. Okay. Was sind das denn hier noch für Throws? Also okay, kriegen jetzt hier den Scareth Mage. Sie geht zurück. Global Silence Instant Pack Kill. Das, oh, ist das aber schön gemacht. Brewmaster ist jetzt mit 0 Leben, muss weglaufen. Null Mana. Wahrscheinlich, ja. Gosh. Wären wir jetzt mal schon auf den neuen Patch? Dann. Dann wäre der Lycan, hätte der 650 Movement. Ja, das wäre dann noch schneller, als es jetzt schon ist. Wie cool ist das denn? Ja, das freut mich auch. Und Earthshaker will vielleicht hier auf den Echo Slam hoffen, aber ich glaube, das wird nichts. Minions sind im Pool, aber die Würfel sind auch schon tot. Würden nicht so viel bringen, außer was cool ist. Okay, pack es jetzt im Pit, das war vielleicht nicht gewollt, ups. Ah, bitte, bitte, bitte. Wollte eh gesnacken, aber war zu spät und hat's im Nachhinein noch gemacht. Was dann nicht so gut war. Und jetzt tatsächlich, das ist eine seltene Gelegenheit, SD zu sehen, dass sie einen Tower nicht einfach so fallen lassen, sondern tatsächlich einen hinzutippen, der den denied. Das freut mich sehr, ein bisschen Fortschritt zu sehen. Ich glaube, das ist dumm, weil jetzt der Push darunter leidet in der Mitte. Sie hätten pushen müssen, während der Pack noch tot ist. Ich weiß aber nicht, ob sie pushen können. Also es ist, Global Silence und Ravage ist halt down. Sehe ich halt irgendwie keinen Grund, das Ding durchzupushen jetzt. Eine Minute warten, ja, und dann einfach reingehen. Ah, ich glaube, Shadow Shaman wird hier gecatcht. Yeah, greedy as fuck hier. Guck dir das hier oben an. Ja. Jetzt blink. Nee. Hätte dann eine Sekunde blinken können. Aber zu spät. Hätte er tatsächlich noch die. Nee, hätte er für die Wards hinstellen sollen. Er hat den Earthshaker getötet mit. Andererseits, vielleicht sollte er die Wards auch nicht unbedingt für solche. Für solchen Klamauk benutzen. Bisschen Cliff, Dodo. Ich muss jetzt aber mal weg, ne, weil es schon 0 Uhr ist. Ich glaube, SD gewinnt das sowieso. Professioneller Codecaster verschwindet einfach mit einem Spiel. Ja, ja, das kenne ich. Aber professioneller Caster war auch die ersten 5 Minuten beschäftigt mit seinem professionellen Codecaster, nur sich über die Changelogs zu freuen. Okay, ich bin mal eben weg, ne? Ciao, ciao. Ich bin wahrscheinlich noch im TS, aber bin mal weg. Okay, bis dann. Gut. Also Lifestealer wurde jetzt überholt vom Lycan, der doch ein bisschen mit dem Farm noch aufgeholt hat, nachdem der Lycan doch eine relativ große Führung hatte. Aber naja, wir sehen hier auch schönes Warding um das Pit herum. Wir sehen auch schönes Gemahle vom Caster, der es richtig drauf hat, anständige Kreise zu malen. Ich glaube, Obsisi sollte hier sterben. Allerdings ist ihnen das nicht genug, sie wollen einen anderen haben. Das ist der Lycan, den sie da unbedingt haben wollen. Er läuft gerade weg, hat eine Invis-Rune geholt und wird jetzt sowieso nicht gefunden. Pack ist da. Wir finden sie keinen, aber jetzt finden sie den Silencer, der reinkommt und einfach nur in die Luft gejagt wird. Allerdings, das war Pack und jetzt irgendwie ist das komplette Liner von SD zwischen ihnen und der Basis. Und Lycan frisst einfach mal die Pandas weg. Das ist nicht so gut. Surround auf den Earth-Panda, ja. Fehlt noch den Scareth-Mage. Und der einzige ist der Storm-Panda, der halt irgendwie wegschwebt. Ja, an für sich
ein okayer Trade. Das Problem ist halt nur, dass sie jetzt eingepusht werden. Und das geht verdammt schnell. Wards stehen. Das ist die Stärke des Lineups. Wir können das halt schnell mehr machen. Ja, weil Titan da sorgt ein bisschen für Zoning. Jetzt die Ravage kommt jetzt gleich raus. Oh, schöner Silence. Hätte aber vielleicht im Mystic Flare drinstehen sollen, um die Ravage zu ziehen. Einfach damit Krakenschiff poppt und damit er die schöne Ravage auf 3 oder 4 hätte bringen können. Jetzt kommt die Ravage. Pack dodgt sie. Dafür geht der Shadow Shaman down. Gissen Gebrawler. Ronnie stirbt auch noch. Und ja, so langsam werden sie hier rausgechased. Lycan muss jetzt noch ein bisschen juken. Batz kriegt tatsächlich noch den Puck und was? Okay, ich dachte schon, der kommt da komplett weg. Aber ja, das könnte übel laufen hier für den Brewmaster, der keine Chance hat, da irgendwie wegzulaufen. Gush ist auch gleich vorhanden. Okay, 460. Ja, okay. Gush besiegt sein Schicksal. Lifestealer muss jetzt tatsächlich noch aufpassen. Aber kommt da weg. Vielleicht noch ein Blink hinterher. Nee, kein Mana. Aber Objective-Based Gaming holt den Tower. Und das sollte die zweite Lane of Rex sein. Und gegen den Lycan wahrscheinlich so langsam auch das Game. Wenn sie wahrscheinlich sehr frustriert. Titan, da fehlt so ein bisschen das Mana. Weil sie haben halt auch nur... Doch, sie haben eigentlich genug Mana. Gut, aber sind halt irgendwie die Supports gerade tot. TPs kommen. Jetzt müssen es jedoch noch mal ein bisschen raus. Sagt Silence, nö, ich muss hier nicht raus und bezahlt damit mit seinem Leben. Außerdem Foxer sagt, weißt du, ich stehe mal lieber neben meinem Carry, wenn er stirbt und bezahlt damit auch mit seinem Leben. Diesen typischen Anfängerfehler, dass man nicht B geht oder nur eine Bildschirmlänge B geht und lieber zugucken will. Aber naja. Lycan kommt hier relativ schnell mit seinem Movement Speed. Im nächsten Patch, ja, würde noch schneller bekommen. Aber. Oh. Und jetzt könnte er ein Problem haben. Zack. Und jetzt kommt der erste Damage entscheiden, aber wie es scheint. Dem Jukes are real. Infest reicht nicht ganz. Die Creeps machen auch, helfen auch noch so ein bisschen da drin. Und das Shiva sorgt dafür, dass er nicht reinkommt. Aber der Earthshaker. Nein! Nein, nein! Komm schon! Nein! Oh, das ist so bitter. Ich hätte es ja gerne gesehen, dass er einfach einen Slam gemacht hätte und den Lycan hier umgebracht hätte. Puck versucht es nochmal. Nee. Ups, ja. TP raus und Ice Power. Oh, das ist bitter für den Puck und der stirbt jetzt auch noch. Drei Leute sind beim Versuch, diesen Lycan zu töten, ums Leben gekommen. Damn Chases. Ja, ich glaube, so ist das Spiel vorbei. Zack, zack, zack. Oh. Ich sehe, in 2 Minuten wird das ganze SD... Okay, das ganze SD-Lineup kommt neu in Dota rein. Dementsprechend heißt es, dass sie den Patch gedownloadet haben. Das heißt, in 2 Minuten oder ungefähr in 1,5 Minuten ist das Spiel vorbei. Meine, das habe ich natürlich in der Zukunft vorausgesehen. Oder mein Game-Sense sagt mir das. SD kommt online. Dementsprechend GG hier für SD. Haben das zweite Spiel tatsächlich noch umgerissen, nach dem ersten Spiel doch etwas amateurhaft doch lief und sehr viel Throw beteiligt war. Haben das dritte Spiel umgerissen, nach dem zweiten Spiel, was vielleicht auch etwas an Patch lag, dass sie das verloren haben. Und ja, 2:1 für SD und damit sind SD in der Division 5 der Joint Dota League. Congratulations, jetzt wird hier nochmal erstmal... Bis zum Symphony of Steels gespielt. Das Problem leider, es reicht nicht ganz. Und irgendwie, ich glaube, Lifestealer braucht. Bam! Infestbaum. Ich hab's gehofft, dass es passiert und ja, es passiert. Aber ja, Lifestealer braucht unbedingt einen Blink. Und wird einfach gefressen. Das ist bitter. Nun gut, das beendet das Casting für heute. Nach doch 3 relativ langen Games. Naja, gut. Respekt für das gute Spiel hier von Schönes Ding auf den Schultern von Lycan, wo die tatsächlich mal so gut ist. 15-1-14 von Tidehunter. Well played, Fobs Deasy, muss ich dazu nur sagen.
Aber ja. Lifestealer, gut gespielt. Trent Knight. Schöner Carry, aber es hat halt leider nicht gereicht. Gut. Ich war diese Saison. Und wir sehen uns. Hoffe ich doch. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss und goodbye.